Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Abo-Post-Opening und heute gibt's mal wieder ein Highlight, denn wir haben zum allerersten Mal einen Kombobrief mit am Start. Was heißt Kombobrief? Wir haben zweimal vom selben Absender einen Brief bekommen, ohne Absenderadresse, was erstmal ein bisschen gefährlich ist, kann auch in die Hose gehen, aber man kann halt sehen, anhand des Bildes, was er zugesendet hat, das gehört zu einem Brief und die Schrift ist auch sehr, sehr ähnlich. Sehr interessant, bin mal gespannt, was da alles drin ist. Bevor wir aber auf die zugehen, gucken wir uns erstmal die anderen Umschläge an. Bin aber schon echt gespannt, was da so drin ist. Schauen wir uns erstmal diesen großartigen Umschlag hier an. Mit dem Smiley oben links. Schloss Sanssouci, schön. Und ja, machen wir das Ding mal auf. Ich glaube, den kann ich sogar hier von der Seite öffnen. Eventuell. Ja, mehr oder weniger. Sonst wird das ein bisschen schwierig mit der Adresse. Wow, das ist eine schöne Schrift. haben wir hier einen Rücksendeumschlag? Den haben wir in der Mitte. Was haben wir da noch drin? Das ist auch, glaube ich, das, was unterschrieben werden soll, direkt mit drin. Lege ich mal hier zur Seite. Ansonsten ist der Umschlag da. Der hat eine schöne Schrift. Okay. Nicht so wie ich. Ja, meine ist nicht so nice. Schauen wir doch mal an, was wir hier haben. Wir haben hier doppelt. Oh, wir haben hier nochmal was drin. Schauen wir uns gleich erstmal an. Ich glaube, hier fängt es an oder da? Okay. Hallo Victor, ich habe durch dich Yu-Gi-Oh! Kennengelernt. Du machst immer die besten Videos. Ich schicke dir 3 Karten, die du behalten kannst. Die 3 anderen Karten würde ich gerne signiert bekommen. Es sind Polymerisation, Kuribo und Säurefallgrube. Ich nehme an, dass die hier sind. Genau. Ich habe sie schon in den Rückumschlag reingelegt. Mit den anderen 3 Karten kannst du ja auch mal auf einem Turnier spielen. Ich hoffe, ich kann das auch irgendwann mal. Liebe Grüße und vielen Dank, Jakob. Ja. Schauen wir uns doch mal an, was wir die hier so nochmal signieren können. Ah, aus dem Millennium Pack Kuribo, die Säurefallgrube und die Polymerisation aus dem Star Pack, ja, aus dem Star Pack 2015. Natürlich kriegst du die auf jeden Fall signiert. Was ich schon gerade eben hier gesehen habe, fand ich schon leicht gefährlich. Ich lege mal die Karten schon mal mit zum Rückumschlag. Die Karte hinter dem Rune Ice Pendulum Dragon, den runeäugigen Pendeldrachen in Shatterfoil, kommt danach ein Pantherkrieger, der noch okay ist, aber dahinter ist ein geflügelter Drache von Rakugel-Modus. Ist die Karte nicht sogar ein bisschen was wert, weil die Karte halt eine Anime-Karte ist und ziemlich cool ist und theoretisch eins der wenigen Outs ist gegen halt so Special-Summon-Blockers, weil den kannst du einfach 3 Monster vom Gegner stacken auf seine gegnerische Spielfeldseite normal beschwören, was ziemlich interessant ist. Wow, vielen, vielen Dank für deine Einsendung und vielen, vielen Dank für deine Worte. Ra, müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie spielen oder nicht. Ich weiß ja nicht, ob da auch sogar noch mehr Support kommt. Da kommt ja andauernd immer wieder ein neuer Ra raus. Mittlerweile sind, glaube ich, als alle Formationen draußen. Weil wer sagt nicht, dass da noch mehr für Götterkarten rauskommt. Ra hat ja als einziger wirklich den Support verdient, weil seine Effektmonster-Variante ist echt die schwächste verglichen zu Slifer und Obelisk. Und dann schauen wir uns doch mal an gleich den nächsten Umschlag, der schon sehr, sehr fest ist. Da müssen wir mal gucken, dass da nicht wieder so eine ganze Trilogie an Stuff drin ist. Das ist der Rückumsendeumschlag, glaube ich, hier vorne. Das war relativ schnell eben mit dem. Nee, das ist der Umschlag selbst, der Brief selbst. Einen Rücksendeumschlag haben wir vielleicht nicht. Vielleicht sollte ich dann den Brief nochmal hier hinlegen. Vielleicht wird es noch in Handy kommen. Wir haben 2 unbeschriftete Pakete hier und was kurz und knackiges hier. Wow, das ist auch wieder mal kurz. Hey Victor, vielen Dank erstmal, dass du mich durch deine Videos immer so gut unterhältst. Mach weiter so. Ja, Smiley, da mir gerade keine Fragen einfallen, halte ich mich kurz. Es wäre nett, wenn du mir deine Meinung zu den Orikas sagen könntest. Viel Spaß damit. Okay, das ist wirklich kurz und knackig und kein Rücksendeumschlag erforderlich, da das nur für mich ist. Schauen wir uns doch mal die Orikas an, da bin ich mal gespannt, was wir da so haben. Welche Karten das sind und ja, wie sie denn so aussehen. So, haben wir das schon mal offen. Orikas sind coole, so viel hatten wir, glaube ich, bisher noch nicht gehabt. So, das ein oder andere hatten wir. Oh. Oh, das Harpchenmädchen auch unzensiert als Orika. Wow, das sieht. Der Effekt ist total geil. Da haben wir noch eine. Ich nehme eine mal raus. Das ist. Also, das sieht viel, viel besser aus als diese scheiß gefälschten Karten, die manchmal so richtig komischen Effekte haben. Oh, warte mal, ich habe manuell einen Fokus drin. Das merke ich ja jetzt erst. Moment. So, jetzt haben wir den Autofokus wieder drin. Oh, ich hoffe, das hat beim ersten Umschlag nicht zu verschwommen ausgesehen. Ich habe voll nicht gemerkt, dass noch der manuelle Fokus drin war. So, jetzt schauen wir uns nochmal das Harpchenmädchen. Der Effekt ist voll geil. Ist auch auf einer originalen Yu-Gi-Oh!-Karte drauf. Ich frage mich, wer dafür herhalten musste. Etwas dicker als normal, aber ey, das sieht total geil aus, der Effekt. Das ist so. Ich würde es fast schon Church Rare nennen. Kirchen Rare. Das sieht ja aus wie so.
so diese Glasfenster mit der heiligen, mit dem heiligen Harpienmädchen dann drauf, die in dem Jahre 200 vor Christi oder nach Christi, na nach Christi wahrscheinlich bei der Kirche, 200 nach Christi dann super tolle Dinge gemacht hat. Wow, das ist ziemlich geil. Da haben wir noch eine und noch eine. Wow. Ich weiß nicht, ob ich die als Abdeckmaterial benutze, weil das ist echt schon Overkill. Das ist schon ziemlich krass, aber wow, die kann man als Token benutzen, mindestens. Oder sich irgendwo hinstellen, das ist echt geil. Und dann haben wir noch Polymerisation. Oh, geil, wir haben noch mehr Stuff. Polymerisation, ist das die gleiche Rarity? Oder ist das was anderes? Ich kann gerade versuchen zu entschlüsseln. Nee, ich glaube, das ist das gleiche. Das sieht auch ziemlich cool aus. Die Fusion, die Polymerisation aus dem Anime, die wir immer nur gesehen haben in der ersten Original-Yu-Gi-Oh!-Serie. Ich frage mich, welche Karte das dahinter ist. Ist das auch eine Fusionskarte? Yugo? Weil das so kurz ist. Yugo könnte es sein. Interessant. Dann haben wir einen Gagaga Cowboy. Nee. Das sieht so merkwürdig aus, dass hier so ein Strich ist. Wo kommt der her? Ist das von dem Material, das da drüber ist? Ah, sieht voll cool aus. Und dann. Oh, Monster Reborn. Nice. Alter. Das ist richtig. Oh, hier. Nochmal alle Karten in dieser Lichtposition. Das sieht echt sexy aus. Das hat echt was. Das ist echt cool. Wow. Also bisher finde ich deine Orikas der Hammer. Vielen Dank für die drei Hardin-Mädels. Falls mir welche ausgehen, für das Abdecken, weil anscheinend verschwinden die manchmal und kommen wieder, nehme ich die, auch wenn die schon relativ pompös sind vom Artwork. Also die sind schon echt eine ganz andere Liga. Aber schön, dass du die unsensierste Version dafür auch genommen hast. Gibt es auch in guter Qualität erhältlich. Und was haben wir dann hier noch? Oh yeah, nice. Jetzt kommen wir zu den Karten, die mir persönlich wahrscheinlich sehr gut gefallen werden, weil das der Gerümpel, Giant Germ, der Riesenkeim. Nice. Aus meinem Gerümpelkeim-Toolbox-Deck. Wo ist die Rarity? Oh. Das ist voll cool. Nice. Gab's ja auch in Kaiba the Revenge und so, war das auch eine Karte mit drin. Oder war das nur bei Joey the Passion, war das auch dann eins der Decks gewesen. Mahavailo, sehr geil. Oh, darf ich das Grün nochmal sehen? Das Grün müsste doch richtig sexy aussehen. Bei der Reflexion. Alter, wo ist der Sweet Spot? Hier ist der Sweet Spot. Sieht das cool aus. Nice. Gerümpel-Synchronisierer, sehr cool. Wow. Das sieht echt Hammer aus. Ich könnte mir den ganzen Tag angucken. Nimble Momonga. Oh, geil. Der flinke Momonga. Genauso Part wie Giant Germ aus derselben Truppe quasi, aber eher in den Flinken bei mir gespielt. Und Book of Moon. Alter, da weiß jemand ganz genau, welche Karten ich mag. Meine Lieblingsspell. Book of Moon. Ich hab ja keine so richtige Lieblingstrap eigentlich, ne? Fragen mich immer wieder Leute danach. Das finde ich persönlich hammergeil. Vielen, vielen Dank für deine Einsendung. Wie viele Worte, das ist total krass. Vielen, vielen Dank für die Einsendung. Ich finde Orikas ziemlich cool. Cowboy for Game, Fusion, dreimal die gute Halbjährlady, die Reborn. Ich freue mich, wenn die wieder zurückkommt, dann spiele ich meine gute alte Common, die schon ziemlich durch ist. Wow, vielen, vielen Dank. Da fehlen mir einfach die Worte. Sehr schöne Orikas. Also für Leute, die Orikas machen, ich würde dir gerne einen Channel angeben oder so, aber anscheinend hast du keinen. Vielen, vielen Dank dafür. Wow, da fehlen mir echt die Worte. Und schauen wir uns dann die wohl berüchtigste oder bekannte Doppel-Einsendung, die wir hier bekommen haben. Da bin ich gespannt. Welche davon ist 1, welche davon ist 2? Ich nehme das an, das ist Nummer 1, weil das Cyberdrache da auf der rechten Seite ist. Auf der linken Seite ist. Ich glaube, das kann man auch so aufmachen. Ich weiß auch gar nicht, wie lang meine Laufzeit momentan ist, weil ich jetzt ein zweites Videopart anschneiden musste. Wegen den Fokus-Ding. Für dich, Elementarheld-Stuff, bitte signieren. Oh, da haben wir die Rücksendeadresse. Ich glaube, die ist mit in die Kamera gekommen. Legen wir mal zur Seite. Ansonsten müsst ihr das nochmal nachdenken. Für dich, random stuff, okay. Dann haben wir hier den Brief. Die Frage ist, mache ich schon den zweiten da gleich mit auf? Ich denke schon, weil es ist von derselben Person. Gut, dass es ein Rücksenderbrief ist, ansonsten wäre echt das komplett verloren. So, dann bin ich mal gespannt, was das hier dann ist. Hier ist noch mehr Stuff. Hier haben wir für dich, Alter. Dann haben wir, bitte signieren. Ist das doch von Zweien? Ah, oh, da muss ich nochmal den Brief auch noch rauslegen. Das sind zwei. Okay!
Okay, warte mal. Das muss ich jetzt erstmal sortieren. Das ist der rechte Umschlag, das gehört dazu, und das ist der linke Umschlag. Es ist tatsächlich von zwei Personen, aber die kennen sich und die haben beide so einen Kombobrief gesendet. Okidoki, das muss ich erstmal durchpeilen. Okay, ich hoffe, ich habe die richtig zugehört. Ich glaube schon, ansonsten kriegelt ihr das unter euch. Ich glaube, ihr kennt euch. Wir fangen erstmal mit dem linken an, den wir zuerst aufgemacht haben, und dann den rechten. Wow, das wird ja kompliziert. Lieber Victor, ich schaue deine Videos sehr gerne und finde sie sehr unterhaltsam. Zurzeit spiele ich ein Heldendeck und hätte ein paar Fragen an dich. Denkst du, es werden weitere Supports für das Heldendeck kommen? Uff, eventuell, warum nicht? Momentan ist Arcfife auch in der Xyz-Dimension, da sind mehr Leute aus der Fusionsdimension da und mittlerweile haben wir auch schon Destiny, also nicht den Elementarhelden, sondern den Schicksalshelden-Support bekommen. Vielleicht kann auch irgendwas für Elementarhelden hier oder da noch abfallen, wer weiß. Könnte vielleicht kommen. Außerdem wollte ich wissen, ob das alte Elementarheld von Jaden GX heutzutage noch spielbar wäre. Es wäre auch damals nicht spielbar gewesen, die Variante von Jaden, die ihr damals im Anime gespielt habt, weil die schon damals ausgetempot wäre vom Meta, weil das Meta viel, viel schneller wäre als das Deck, was er gespielt hat. Das kann ich so auch schon sagen, weil die random Vanillas mit den paar Fusions, das hätte auch so nicht wirklich funktioniert, hätte man das im Meta damals gespielt. Was war denn damals Meta überhaupt? 2000, was ist das, 2006, 2005, 2007? Es kam da Chaos, alles Mögliche, irgendwelche Loop-FDKs und der ganze Kram. Da gab es ganz schön viel anderen Stuff, der noch viel, viel brokener war. Es soll ja ein neues Structure-Deck rauskommen, Rise of the True Dragons. Und ich wollte fragen, ob du denkst, dass das Deck sich lohnen wird zu kaufen. Für mich persönlich ist da auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Karte mit drin. Gut, dass das Ding jetzt ankommt, weil quasi das Structure-Deck hier jetzt rausgekommen ist, glaube ich. Wenn das Video rauskommt, ist es gerade rausgekommen. Mich interessiert da auf jeden Fall eine Karte. Das ist der, ich glaube, das Paladin des Felgrans. Die Karte finde ich sehr interessant für zukünftige Decks. Und ansonsten ist es eine sehr interessante Mechanik. Könnte sein, dass es nachher mit weiterem TCG-Support tatsächlich noch spielbarer wird, als es in der OCG wird und mit Blue-Eye-Support oder so gemischt. Kann man da schon viel einiges, denke ich mal, draus machen. Ob es wirklich einschlagen wird, kann ich jetzt noch nicht abschätzen. Müssen wir mal schauen, wie es einschlägt. Ansonsten wünsche ich dir noch viel Erfolg auf YouTube und mach weiter so. Grüß bitte meinen Kumpel Arin, glaube ich. Das ist der Kollege, der den rechten Umschlag gesendet hat. Ja, vielen, vielen Dank für deine Fragen. Ich hoffe, ich konnte sie dir gut beantworten. Kommen wir dann zu den Karten, die ich dir signieren soll. Was haben wir denn da? Double Taping natürlich. Wo hab ich das Messer hingepackt? Da. Ist versteckt unter dem anderen Umschlag. Einmal auf. Naja, nicht wundern, was hier so rot dran ist. Das ist kein Blut. Das sind Erdbeerreste. Yeah, bitte signieren. Okay, erstmal vielleicht sollen wir uns die Karte angucken, die wir sie signieren sollen. Ist das ein Psi-Driver? Driver? Ah, nee, das ist ein Elementarheld Neos. Ein neuer Elementarheld aus dem Neo-Weltraum eingetroffen. Ist aus dem Weltraum eingetroffen. Wenn er eine Kontaktaktion mit seinen Neo-Weltraumbewohnern auslöst, werden seine unbekannten Kräfte entfesselt. Dann wird Elementarheld, großer Tornado, Kontrastheld Chaos, Cyberlarve und Sternzeichen Kundler Plejaden als Shatterfoil. Ja, auf jeden Fall gibt es diese schönen Karten für dich signiert. Schön, sehr cool. Schauen wir uns mal an, was wir hier noch für anderen Stuff haben. Für dich Elementarhelden-Stuff. Komm, gib mir einfach alle Vanillas. Den Klassiker. So. Wir haben. Oh ja, der gehört mit zu dem Classic Core. Elementarheld Bubble Man, Elementarheld Another Neos, Elementarheld Ocean, Elementarheld Woodsman, Elementarheld Avian, ein geflügelter Elementarheld, welcher seine Kreise durch den Himmel zieht und den Wind manipuliert. Seine charakteristische Bewegung, Federbrecher, gibt Schurken, ein Stoß aus hoher Luft. Heldensignal, Heldenexplosion, Heldenmaske und ein Held lebt. Sehr, sehr gute Zauberkarte. Und der Bubble Man und der Neos sind auf jeden Fall auch sehr cool. Vielen, vielen Dank für die Elementarhelden. Bin ich mal gespannt, was für random Stuff denn hier am Start ist. So. Sind auch Fälschungen dabei? Ja, sieht eher nach echten Karten aus, der einfach random ist. Wir haben chronomaler gordischer Knoten. Oh ja, der gute Knoten. Noch ein. Nummer 13, Verkörperung des Verbrechens. Mahavailo. Ding, ding, ding. Ich kann bald ein Mahavailo-Monopol, glaube ich, aufmachen, so viele, wie mir jetzt eingesendet werden. Gugugugoram, Gugugugolem, goldene Form. Stimmt, der ist ja in Secrets of Eternity rausgekommen. Scale-Engel, nice. Ich glaube, irgendwann kriege ich das Playset voll. Ich weiß nicht, ich habe bisher einen, glaube ich, eingesendet bekommen hier. Das ist, glaube ich, der zweite. Ehrgeiziger Handlanger. Sehr, sehr coole Karte. Die finde ich sehr interessant vom Effekt. Die habe damals, als ich wieder angefangen habe, war die auch irgendwo mit eins dieser Packs drin. Und als ich die gespielt habe, war das voll cool. Fand ich voll nice, dass die zwei Monster auf dem Spielfeld, glaube ich, zerstören konnte.
Und der Gegner musste ein Monster in der Hand vorzeigen. Und wenn er keins Hals hatte, konntest du halt zwei zerstören, was ziemlich geil war. Riesenratte, Riesenratte, AV-Änderer. Wow, der hat sich hier richtig mitgenommen. Edelsteinritter, Meisterdiamant, cool. Edelsteinritter Turmalin. Er kanalisiert mystische Energien und wandelt sie durch die Stärke des Turmalins in kämpferische Stärke. Viele bewundern seine Lebensweise. Okay, Edelsteinritter Lapis, die Soldatin ist Lazelis beste Freundin und sorgt sich aufrichtig um das Wohlergehen ihrer Freunde. Exebel-Sosa, Schrottglanz, Schrottglanz, Nerven aus Stahl. Galaxiesturm, Gelage der Wilden Level 5, das wäre voll cool. Feuerformation, Tanky als Gold. Ich glaube, ich habe immer noch nur das Playset und ich habe sogar nicht mal alle in First. Ich habe damals die, glaube ich, gar nicht so oft gezogen gehabt aus dem Set. Ich habe nie ein Playset in First gekriegt. Finde ich voll interessant. Raubender Zombie, nice. Und trübe Ruhm. Cosmo Blazer hatte ich ja wirklich sehr wenig aufgemacht auf dem Kanal. Ich glaube, eine Special Edition hatten wir hier auf und ein paar Random Packs. Wenn überhaupt. Vielen, vielen Dank für deine Einsendung. Dann schauen wir uns mal an, was dein Kollege denn uns denn auch hier mitgesendet hat. Wir haben ja anscheinend auch nochmal bitte signieren Pack und einmal für mich. Und dann haben wir den Brief per se. Lieber Victor, ich schaue deine Videos schon sehr lange und sie sind sehr unterhaltsam. Vor kurzem habe ich mir ein Monarchendeck zugelegt und ich wollte dich mal fragen, was denn die wichtigsten Kombos sind. Kommt drauf an, welche Monarchendeck-Variante du spielst. Spielst du die Domäne-Monarchen, dann sind die wichtigsten Kombos, dass du im ersten Zug halt, wenn du Erebus hast, dass du auf jeden Fall Erebus beschwörst und dem Gegner eine Handkarte wegstiehlst. Wenn du zusammen wie heißt der, mit Tessalos spielst, wenn du halt eine Mythrender-Starthand hast, kannst du damit zwei Karten dem Gegner wegnehmen, was ziemlich cool sein kann. Wichtig sind halt immer mit Erebus oder Aether zu starten, damit du halt ein bisschen dein Grave setupen kannst. Am besten ist halt ein super Start, wenn du Pantheismus und die Fallenkarte mit in der Hand hast, den Primär Monarch. Das macht schon ein gutes Setup für dich für First Turn. Das sind so die wichtigsten Kombos. Beim XT Monarchendeck ist es wichtig halt, dass du dir alle Effekte im Kopf hast, mit was du nicht als aus dem Extra Deck Spezial beschwören darfst. Mit Idea, Eidos musst du da mal sehr vorsichtig sein und dass du entsprechend immer schön in gute Rank 5s und Rank 6s gehen kannst und dass du halt Monster halt auch deine Monarchen halt runterleveln kannst von der Hand, damit die Sechser sind, damit du overlayen kannst. Und ja, genau, das sind so die wichtigen Sachen. Außerdem wollte ich mal wissen, was du vom Lichtverpflichtet im Metagame hältst, da ich auch ein Lichtverpflichtet Deck spiele. Lichtverpflichtet ist halt immer sehr schwierig, weil die halt sehr ja, glücksbasiert sind. Sie haben halt noch einen guten Support, das ist die Minerva, das Xyz-Monster. Das Problem ist halt sehr, sehr schwer spielbar momentan hier in der TCG, weil sie halt eine Preiskarte ist und sehr, sehr teuer ist. Damit ist das Deck halt immer noch zwar sehr random, aber ein bisschen mehr konstanter, weil sie ein schönes Xyz-Boss-Monster haben, das, ja, sehr gute Effekte hat, um das Deck wieder ein bisschen zurückzubringen ins Game und halt weiter Vorteil zu generieren und so halt den Urteilsdrachen besser rausspielen zu können. Momentan ist das schwierig, wenn du eine Minerva hast, kannst du dein Deck ein bisschen konstanter spielen, ansonsten ist es halt immer wie immer glückbasiert. Ein JD kann ein ganzes Game reißen, natürlich, aber man muss ihn auch erstmal mit dem entsprechenden Setup im Grave haben und, ja. Ja, ich hoffe, du machst weiter so mit YouTube und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Mit freundlichen Grüßen, Arin. PS, Grüße, mein Kumpel Ahmad. Schöne Grüße, Ahmad, und schöne Grüße, Arin, nochmal für euch gegenseitig, mit eurem gegenseitigen Brief, der auch tatsächlich beide gleichzeitig angekommen sind. Und ich hätte gedacht, das wäre von einer Person, aber es ist tatsächlich von zwei. Das ist mal sehr interessant und dann schauen wir mal an, was wir signieren dürfen. Gucken wir mal rein. Ich muss gleich mal gucken, wie viel Zeit wir eigentlich jetzt verballert haben, ob ich noch einen extra Brief noch mit reinnehme in das Abo-Post-Opening oder nicht, muss ich mal gleich gucken, was der Tacho sagt. Bitte signieren. Sternzeichen-Kundler Plejaden. Erneut wieder eine. Elementarheld Sparkman. Ein Elementarheld und ein Krieger des Lichts, welcher geübt mit verschiedenen Arten von Bewaffnung umgeht. Seine scheinenden gezackten Blitze schneiden den Schurken den Weg ab. Kaios, der Schattenmonarch. Coole Karte. Raikou, lichtverpflichteter Jäger. Und Cyberdrache. Kriegst du auf jeden Fall signiert. Finde ich sehr, sehr cool. Seid ihr eigentlich Brüder? Habt ihr den selben Nachnamen? Nee, habt ihr nicht. Ihr seid sogar aus unterschiedlichen Orten. Ihr seid nicht aus. Also, die sind relativ nah. Ich sehe das von der Postleitzahl. Aber, wow. Interesting. Da haben sich zwei gefunden. So. Und ja, kommen wir dann zum Für dich Pack. Machen wir mal auf. Boah, das ist ein riesiger Klotz. Oh. Erneut. Schauen wir mal rein, was wir da haben. Ah, wir haben. Ich habe mir vorhin die 31 gehabt, jetzt die 13. Nummer 13, Verkörperung des Verbrechens. Jetzt haben wir beide. Nummer 31, Verkörperung der Bestrafung. Mahavailo. Der Rest fürs Playset, Skellengel. Der Rest fürs Playset. Das kombiniert sich sehr gut. Schattenpuppe Squamata. Schattenpuppe Hund. Prokion, Fiction Ritter. Schwarzflügel, Sephiroth, die Liese. Sehr gute Karte.
zweimal gleich. Sagenhafter Rabe. Auch ziemlich coole Karte. Mal sehen, ob sie irgendwann mal wieder spielen wird. Mizuki, auch cool. Kuscheltierbär, natürlich sehr nice Karte für Kuscheltiere. Büroboter 001, der unser guter kleiner Tuner. Spielzeugritter, auch sehr interessant. Seefettkaiser, Axtrachonaut, unser Beatstick. Metallpanzerkäfer, wow, aus DR2. Ein riesiges, insektenähnliches Wesen, das mit dicker Panzerung überzogen ist. Es zerstört alles, was in seinen Weg gerät. Ich kann mich noch erinnern, wie sie halt im Intro von 5Ds irgendwie immer irgendwo angezeigt wurde, irgendwie gegen Ende oder so war das. Und dreimal entfesseltes Yang Xing. Wow, vielen, vielen Dank für diese Einsendung. So, und ich würde sagen, da wir jetzt relativ doch wenig Zeit, wenig Zeit verballert haben in dem Video, machen wir einfach weiter und machen noch einen Umschlag auf. Einfach noch einen fünften. Dann haben wir den auch noch mit abgearbeitet, weil dann ist das Video auch nicht so kurz. Und ja, haben einfach noch mal einen Brief mehr, den wir abchecken können. Das, warum auch nicht? So, jetzt muss ich kurz gucken. Da haben wir hier einen Rücksendeumschlag, der ist direkt hier drunter. Den nehme ich mal hier mit. Perfekt. Den lege ich mal dahin. Und, ja, ich glaube, hier sollte es dann, denke ich mal, leer sein. Ja, der ist dann leer gesaugt. Und dann haben wir hier, ist für dich, okay. Und dann haben wir hier noch einen Umschlag und Karten zum Unterschreiben. Und unterschrieben, okay. Schauen wir mal rein, was haben wir denn hier? Hallo Viktor, mein Freund und ich finden deinen YouTube-Kanal toll. Ich habe schon gesehen, das ist eine Einsendung von einem Mädchen. Mein Freund spielt ab und zu Yu-Gi-Oh! Ich aber nicht, weil ich dafür zu blöd bin oder einfach nicht verstehe. Ich schaue auch fast jedes Video von dir. Könntest du 4 Karten für mich und meinen Freund unterschreiben? Yeah. Okay, es ist gewollt, dass diese Namen hier drin stehen. Mit freundlichen Grüßen, Jennifer und Sven. Die muss man ja auch dann erstmal finden, wo sie herkommen. Ja, das kann ich jetzt schlecht noch nach. Ich könnte das nachdenken, aber wenn das so gewollt ist in dem Brief, dann lese ich die mit vor. Ja, natürlich, und schreibe ich euch gerne. Und finde ich interessant, dass du das Spiel nicht wirklich spielst, aber trotzdem fast jedes Video von mir guckst. Unterhält dich das so sehr? Findest du es cool? Oder interessierst dich für Yu-Gi-Oh! Doch mehr oder weniger, aber willst dann eher reinkommen in das Game? Würde mich sehr interessieren. Dann legen wir mal den Umschlag hier hin und schauen mal, was wir hier zum Unterschreiben haben für dich und deinen Freund. Guckt sich mein Freund eigentlich? Das wäre auch interessant. Oder guckt ihr beide mich? So, wir haben ein paar Karten hier. Wir haben einen Baby Tyragon. Ein Blue-Eyes-Toon-Dragon. Och, der Arme aus dem Structure-Deck-Pegasus schon getaped. Oh. Was startet denn Pegasus? Sonnenlicht-Einhorn und der sagenhafte Einhorn. Da mag jemand Einhörner. Sehr cool. Fehlt noch das Kirin, unser Künstlerkumpel-Einhorn. Da gibt es ja so einige Einhornkarten. Und wie heißt das andere Einhorn noch? Oh, Unicorn, unser Necros-Einhorn, genau. Auf jeden Fall gibt es die Karten für euch unterschrieben. Den Umschlag habe ich hier hingelegt. Und was ist das für mich? Das sieht ja eher aus wie eine Zeichnung oder so, oder? Oder was soll das sein? Oh, wow. Ist das so eine Bleistiftzeichnung? Oder was ist das? Ich habe gerade Schiss, das rauszunehmen. Da muss ich vorsichtig sein. Ich habe Schiss. Ist das Teil davon? Ist das nicht Teil davon? Oh Gott. Okay, machen wir mal vorsichtig auf. Und oh, cool. Ist für dich. Ist das mit Stift gezeichnet oder mit. Womit ist das gezeichnet? Ich bin halt kein Kunst. Pro. Ich hab Schiss, dass ich hier mit meinen Fingern das gleich irgendwie versaue und das alles da verwischt wird. Ich denke, das ist ein kleiner, hübscher Kuribo. Wow! Ah, hier hinten ist das. Ah, okay, das scheint nur durch. Ist das... Das ist gemalt mit Filzer, glaube ich. Wow, geil. Sehr cool. Vielen, vielen Dank für die Zeichnung. Die ist echt hübsch. Wow, ich habe echt Schiss, das Ding anzufassen. Ich will nicht, dass irgendwie Farbe hier, dass ihr das verwischt und so. Wow. Danke für die Einsendung. Das ist mehr wert als 1000 Karten. Wow. Geil. Sehr cool. Sehr kreativ. Sehr, sehr schön. Wow. Vielen, vielen Dank für die Einsendung. Freue ich mich schon, die Karten von euch zu unterzeichnen. Wow.
Die lege ich mal ganz vorsichtig aus dem Bild und wow, heute haben wir 5 Umschläge durchgegangen. Wow, nicht schlecht, Herr Specht. Ich hoffe, euch hat dieses Video für diese Woche gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche beim nächsten wieder. Das war's dann hier von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.